Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des liebenden Erbarmers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Brüder in dem ganzen deutschsprachigen Raum, alle, die den Islam lieben, alle, die diese Religion Allah subhanahu wa ta'ala über alles stellen, ich möchte euch eins sagen. Alhamdulillah, die beste Erbschaft, die wir haben, ist der Koran, was in unseren Händen ist. Und derjenige, der Zeit für diesen Koran gibt und der Bemühung für diesen Koran gibt, er wird gesegnet. Jetzt kommt einer und sagt mir, ich kann nicht Arabisch lesen. Ich bin hier aufgewachsen. Meine Zunge ist viel mehr Deutsch als Arabisch. Das und jenes. Ich möchte euch hier, alhamdulillah, ein Beispiel von unserem Bruder. Alhamdulillah, der auch hier aufgewachsen ist, in Deutschland, in diesem Land. Und er ist auch deutschsprachig. Und alhamdulillah, er hatte auch Schwierigkeiten im Lesen und so. Und jetzt, alhamdulillah, ist er ein Beispiel für viele Jugendlichen, die gelernt haben, die sich angestrengt haben, sodass man, wenn man ihn hört, alhamdulillah, seine Lesung ist in sehr gutem Niveau. Und man sieht, alhamdulillah, dass er Zeit dafür gegeben hat. Deswegen ist es, inshallah ta'ala, ein Signal für euch. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا Alhamdulillah, noch dazu eine Ijaza, das heißt, Alhamdulillah, ein Beweis, dass er sich angestrengt hat und Zeit dafür gebraucht hat. Ich möchte euch nur dazu rufen, auch etwas zu tun für den Koran. Lernt diese, Alhamdulillah, unsere Umma war damit bekannt, dass der Koran in ihre Herzen und in ihren Brüsten sind. Aber wichtig und wichtiger als Koran nach Aussprache und nach Regel zu lernen, ist wichtig, Koran zu verinnerlichen und danach zu leben. Denn der Prophet sagt, رُبَّ حَامِلٌ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ. So viele tragen den Koran und der Koran verflucht sie jeden Tag. Und der Koran, immer laka wa imma alaik, entweder ist er für dich oder gegen dich. Und deswegen, der Koran muss man bewahren. Und die Al-Khawarij konnten die Aussprache wunderschön. Der Prophet sagt, كانوا أقرأ الناس في القرآن. Sie haben Koran auswendig gelernt und lesen das im besten. تحقرون صلاتكم لصلاتهم. Also, aber لا يجاوز حناجرهم. Das heißt, die Worte Allahs, Barakallah, die Worte Allahs, die gehen nicht über ihre Kehle runter. Das heißt, alles ist von hier. Deswegen, Barakallah, das Wichtigste ist, du weißt, der Bruder auch weiß das, dass die Sahaba radhiyallahu alaihim 5 Ayat gelernt haben und Zeit dafür gegeben haben, bis sie es verinnerlichen, das Licht von den Ayaten bekommen und danach handeln. Wisst ihr, dass Umar ibn al-Khattab über 5 Jahre lang nur in Baqara gesessen hat, nur um Baqara auswendig zu lernen?
Und das ist ein Beweis dafür, dass die Sahaba radhiyallahu anhum anders mit dem Koran umgegangen sind. Natürlich gab es Tausende, die den Koran auswendig gelernt haben. Und es ist eine Ehre von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber deswegen wollen wir einen Trend in Deutschland von den Jugendlichen, dass wir Madrasa machen. Madrasa, Taliban, nennt das wie ihr wollt. Lest mal, ihr habt einen Koran, du bist eine Stunde, du wiederholst nur drei Verse. Nimm dich verrückt, egal was, für Allah. Drei Verse, eine Stunde. Amma yatasa'alun, amma yatasa'alun, amma yatasa'alun, amma yatasa'alun. Gib nicht auf, eine Stunde, bis es richtig festsitzt. Ob du klug bist oder nicht klug, strenge dich an. Und Allah, wallahi, ya ikhwan, das hat er geschmeckt, das habe ich, alhamdulillah, auch geschmeckt. Wallahi, wenn die Tür aufgeht, wenn die Tür aufgeht und du schmeckst den Honig vom Auswendiglernen, wallahi, ya achi, du wirst in der U-Bahn Koran lesen. Du wirst im Schlaf Koran lesen. Du wirst auf der Straße Koran lesen. Du wirst von mir aus nach dem Geschlechtsverkehr mit deiner Frau auch Koran lesen, weil du mit Koran verbunden bist. Und Koran ist für dich A und O. Das hat jeder geschmeckt und gespürt, der die Zeit für Koran. Ich habe persönlich auf Bandarbeit gearbeitet. 8 Stunden lang habe ich einen Nisf, also Hälfte von Juz. 8 Stunden lang wiederholt, wiederholt, wiederholt. Und man hat nach 8 Stunden immer noch Spaß zu wiederholen. Wie kommt das? Die Tür ist auf. Aber diese Tür wird nicht aufgehen, erst wenn es wehtut. Es muss wehtun. Dieser Nafs, dieses Ich braucht Erziehung, braucht Schläge. Komm runter. Komm runter und lerne, lerne, lerne. Macht einen Plan. Lernt euer Koran. Wallahi, Akhwan. Ich war in einem Wettbewerb von Koran. Ich habe einen Mann gesehen, einen Chinesen, der hat den Koran wunderschönste Art gelesen. Wunderschöne Aussprache. Kein Araber hat wie er gelesen. Ich kam zu ihm im Hotel und ich sage ihm, Assalamu alaikum, Achi. Achuk Abdul Azim min al-Maghrib. Und du min ein? Er sagt mir, no Arabic. No Arabic, only English. Der Mann konnte nicht mal Arabisch sprechen. Aber der Koran, der liest das ausgezeichnet. Subhanallah. Warum? Weil diese Leute den Koran geliebt haben. Deswegen diesen Trend wollen wir unter unseren Jugendlichen auferwecken, bi'idnillah. Jazakumullahu khair, möge Allah Ta'ala dich weiter segnen und barakallah. Bei Muslim Media. Das ist ein Projekt. Koranunterricht, wallah. Sehr schön. Ja. Inshallah. Inshallah, barakallahu fikum.